Auf geht's, Rekord. Und damit hallo und willkommen zu einem Gameplay aus Final Fantasy VII, dem Remake. Und zwar aus der Demo zum Remake, denn die Demo ist eben jetzt herausgekommen. Und das schauen wir uns gleich an, und zwar wir, weil ich zocke heute nicht. Eindringlinge? Sondern. Ja, Solo Frau Pixel wird das Ganze uns vorspielen und ich werde jetzt dazu ein bisschen was kommentieren. Wo fangen wir denn an? Am Anfang. Am Anfang. Also am Anfang gab es Final Fantasy VII auf der PlayStation 1. Und das war lange her, das war 1997 und ich glaube bei uns 1998. Jetzt habe ich aber nicht nachgeguckt, auf jeden Fall über 20 Jahre her. Und wir haben es beide gespielt, das Ganze. Und halten es bis heute für das beste Rollenspiel ever. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kann man das so sagen. Ja, ich auf jeden Fall. Und letztlich war es ja geradezu unglaublich, dass mal das Remake angekündigt wurde. Wann war das? Ist das auch schon 2015. 2015, das ist auch nicht zu fassen, dass es schon so lange her ist. Was für ein Kerl. Und es ist noch unglaublicher, dass es eigentlich jetzt da ist. Also zumindest die Demo. Und es ist quasi so gut wie, ja, man kann es spielen. Also das ist immer noch geradezu nichts zu glauben. So, während ich hier blöd rumlabere, gibt es hier schon ja, die ersten Kämpfe. Und zwar, man spielt in der Demo, wie man schon sieht, eigentlich den Anfang vom Spiel. Also genau mit diesen Szenen geht da das Original los und hier eben auch. Wir müssen in den Mako-Reaktor eindringen. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Mako-Reaktor, das ist ja im Grunde, ja, eigentlich so sinnbildlich für einen Atomreaktor. Mhm. Ja. Das hat auch eine größere Bedeutung mit der ganzen Mako-Energie. Es geht nämlich, eigentlich ist es ein relativ aktuelles Thema, dass man quasi, ja, Mako-Energie ist quasi die Lebensenergie des Planeten, die hier ausgesaugt wird und eben für, ja, für die Stadt genutzt wird. Im Grunde, ja, das ist ja auch die große Thematik. Umweltschutz ist eigentlich wieder aktueller wie nie. Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Na, nicht das wieder. So, also wir haben hier die Kollegen und natürlich Barrett. Schon gut, bald für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. So.
alles komplett neu designt und ja, ich will mal sagen, in einem ja, erwachseneren Look als damals. Damals waren ja die Charaktere und die ganzen, oh, die Umgebung nicht, aber die Charaktere sehr, sehr, ja, Anime, fast schon im Chibi-Style, würde ich sagen. Und das ist im Grunde Vergangenheit. Ja, jetzt sind nämlich ja, die ganzen Charaktere lebendig eigentlich wie noch nie. Vor allen Dingen, was mir extrem gut gefällt, ist Barrett. Barrett ist extrem gut gelungen. Und Cloud natürlich sowieso. Was auch tatsächlich funktioniert, ist dein Riesenschwert auf dem Rücken. Dass er physikalisch irgendwie ganz schlecht zu bedienen wäre. Aber ist egal, es ist auch Cloud, der kann was bedienen. Also, was wir jetzt... eine ganz große Änderung zu damals ist eigentlich das Kampfsystem. Also natürlich neben der freidrehbaren Kamera, weil früher hatten wir quasi im Spiel, im Final Fantasy VII gab es nur feste Hintergründe, also 2D-Grafik und durch die Bilder quasi läuft man durch, so wie früher Resident Evil ja auch. Hier lang. Oh. Oh, Besuch. Für dich. Aber was ich ja sagen wollte, der große, ganz große Unterschied ist ja das Kampfsystem zu früher. Kampfsystem ist nämlich jetzt, ja, eigentlich in Echtzeit. Und früher war es ja das ATB-System, das ja eigentlich mehr oder weniger rundenbasiert war, wobei das auch eine dezente Zeitbegrenzung drin hatte. Aber jetzt eben nicht mehr und man ist eben, hat eben abwechselnd gekämpft, beziehungsweise sobald man dran war, sobald die Zeitleiste abgelaufen ist. Jetzt eben das Ganze in Echtzeit. Nichtsdestotrotz ist es erstaunlich ähnlich zum alten System. Man kann zwar hier in endlicher Echtzeit angreifen, aber man kann auch kurz das Menü aktivieren und dort entsprechende Gegenstände oder Zauber aktivieren. Und ja, das macht ja hier Frau Pixel schon mal wunderbar. Und an sich funktioniert das gut. Es ist am Anfang ziemlich hektisch. Und ich muss sagen, gerade die Einführung ist ein bisschen, wir überspringen auch hier diese Tutorial-Bildschirme. Die Einführung ist ein bisschen, wenn man es zum ersten Mal spielt, ein bisschen verwirrend alles. Ganz ehrlich. Also wenn ihr da nicht klarkommt, das würde mich jetzt nicht wundern. Vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie nicht das System kennt von damals. Aber man kann sich da schon einfinden und es ist auch nicht so brutal schwer, sagen wir mal. Es ist anspruchsvoll, aber es ist eigentlich alles schaffbar. Und es gibt natürlich auch einige Dinge, die einem zusätzlich helfen. Man kann eben Gegner automatisch anvisieren. Und verschiedene Haltungen einnehmen. Das kann Cloud, das sehen wir dann wahrscheinlich gleich beim nächsten Kampf. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir in diesen Reaktor reinkommen. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuscht wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Hey! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Nur einer? So. Das wird ein Flachs. Interessante Neuerung, eben diese Haltungswechsel, wo man eben von Allround zu, wie heißt das auf Deutsch, ich weiß gar nicht, offensiv wechseln kann. Quasi damit man
Wie ist das? Keine große Sache. Beim einen, beim Allround, sind es die schwereren Angriffe? Nee, da ist er schneller und hat aber dafür größere Reichweite. Aber die Angriffe sind schwächer und bei Offensiv hat er stärkere Angriffe, ist aber kann keine Gegner aus der Entfernung angreifen. Die Kost hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet. Auch nicht zu vergessen natürlich, in der Umgebung gibt es immer welche Kisten und Schatztruhen, die man natürlich möglichst nicht übersehen sollte, weil immer nützliches Zeug drin ist, das man spätestens in den Kämpfen ziemlich gut brauchen kann. Eigentlich auch, ja, wie damals genauso. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Weg da, wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Wurde schon ungeduldig. Das erledige ich im Armumdrehen. Okay, jetzt haben wir den Fall, dass wir zuerst mal zu zweit sind. Also sprich, weil man ja hier eigentlich zwar größtenteils Cloud spielt, aber man kann in den Kämpfen auch auf Verbündete wechseln. In dem Fall Barrett. Barrett brauchen wir jetzt natürlich wegen seiner Minikanone am Arm. Oh, damit er eher hier oben diese Lasergeschütze wegmacht.
Und da hat er eben auch zwei verschiedene Angriffe, also Standardangriffe, oder? Mhm. Das ist ein Standardangriff auf Viereck und dann eben diesen stärkeren Angriff, diesen, was er wieder heißt. Der muss allerdings nachgeladen werden. Der kommt auf Dreieck dann. Und ja, währenddessen, wenn man irgendwie einen der Figuren spielt, agiert der andere autark. Also der tut dann quasi so sein Bestmögliches. Den kann man aber auch währenddessen Kommandos geben. Also sprich kurz Befehle wie, also muss ich, man kann zwar hin und her wechseln, das geht, kann jederzeit zwischen den Charakteren wechseln. So, nämlich. Und der andere tut eben sein Bestes. Aber man kann auch währenddessen auch Kommandos verteilen wie ja, heilen oder bestimmte Spezialattacken. So, aber das hier hat es jetzt erstmal erledigt. Was auch schön finde ich, dass das der Charakterwechsel eigentlich so instant funktioniert und nicht als groß, weiß ich nicht, Ladezeit hat oder irgendwas. Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht, aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Das ist eine Stelle, die verstehe ich bis jetzt nicht, aber das ist so eine typische Geschicklichkeitspassage hier. Weil, warum sind diese Laser da? Genau. Ja, die sind etwas nutzlos eigentlich. Die haben ja keinen Grund hier zu sein. Man kann sie außerdem sowieso entlang durchschleichen, also selbst wenn die an wären, weil die so breit auseinanderstehen. Aber okay, es ist nun mal drin, also müssen wir da mal durch. Das ist schon, sagen wir mal, sehr, sehr klassisches Spieldesign. Und es gab es aber komischerweise im Alten ja nicht, diese Laserbarrieren. Laser? Nein. Sieht gut aus. Gut, genau, die Kiste nicht vergessen. Mit Heiltrank brauchen wir unbedingt. Noch ziemlich schnell. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihn einfach zuvorkommen. Aber bevor wir die aufwischen, werden wir erstmal hier nach Beute suchen. Nach allem, was nicht nied- und nagelfest ist. So, jetzt kann es losgehen. Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Wir müssen gezielt vorgehen. Und wie genau? Wir verwenden Magie. Und zwar im richtigen Augenblick. So, okay, gut. Die ganze Mission ist ja tutorialmäßig aufgebaut. Im Grunde jetzt auch der Hinweis, hey, wir sollen Magie benutzen. Das ist natürlich ein mechanischer Gegner und ein Roboter, also ist er anfällig natürlich gegen Blitz. Also blitzen wir den schön erstmal. Damit wird er geschockt. Ja, das ist unsere Chance. Und Gegner haben eine Schockanzeige. Ja? Und man versucht natürlich die Schockanzeige zu füllen, damit der Gegner quasi wehrlos wird und dann kann man schön reinholzen. Und was man eh schon gesehen hat, das habe ich noch gerade gesagt, sobald man ins Menü geht, schaltet das Spiel in eine Superzeitlupe. Also es läuft schon leicht ganz langsam weiter, aber man hat zumindest jetzt Zeit, ein bisschen durchzuschnaufen, ein bisschen zu gucken, was man jetzt wirklich machen will. Wie zum Beispiel den krassen Superangriff von Barrett. Und eben, ja, jetzt ist der Gegner geschockt. Und ich bin mir nicht sicher, da müsste er auch mehr Schaden kriegen zusätzlich, oder? Ja. Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur Blitzbefehlen gefolgt, was? Schon gut, kapiert, bist du erst die Feind. Ich bin unwürdig.
bei den Dialogen fällt mir gerade ein, ja, komplett auf Deutsch. Es ist ja komplett deutsch vertont, das Spiel. Oh, wir sind am Reaktor. Sehr gut. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Und ja, deutsche Synchro, die, ich sag mal, relativ gut ist. Da streiten sie natürlich die Fans. Ihr könnt aber, auch wenn ihr die Demo habt als Tipp, ihr könnt auf Englisch umstellen, indem ihr einfach die Systemsprache ändert. Ihr könnt im Spiel die Sprache nicht umstellen, da geht's nicht, aber ihr müsst dann eben eure PS4 umstellen, dann geht's. So, jetzt geht es noch ein bisschen mit Kletterei und Lauferei weiter. Aber das war ich im Original genauso. Es war echt ein ewiger Weg rein, bis man ankommt ins Zentrum. Und auch wieder raus natürlich. Wieder ein paar so kleinere Gegner, die teilweise in der Luft schweben. Wenn die zu weit oben sind, dann erreicht man, also kann Cloud die natürlich nicht erreichen mit seinem Schwert, sondern muss eben Barret ran, damit er die zumindest weiter runterballert. Also da oben ist noch ein Geschütz noch. So. Noch kurz einen Heiltrank eingeworfen. Wobei Barret ja hier, zumindest in der Demo, heilen kann. Das ist allerdings auch für später erst wichtig. Junge, ganz schön tief. Na, zum Glück bin ich ja schwindelfrei. Nützt dir auch. Cloud eigentlich relativ hoch springen kann, wobei das macht er automatisch, das Springen. Also von selber kann man gar nicht springen, aber wenn der Gegner in Reichweite ist in der Luft, dann springt er zu dem hoch. Zum Kampfsystem fällt mir noch ein, das hast du noch gesagt, das ist ja ziemlich ähnlich zu Final Fantasy 13. Mhm. Also auch ein Teil, den viele Fans eigentlich verdrängen. Obwohl das Kampfsystem ja gar nicht mal so schlecht war. Ja, aber das war aber auch schon ungewohnt. Aber gut, es ist ja so, da nicht in jedem neuen Teil von Final Fantasy erfindet sich ja das Kampfsystem ein bisschen neu. Da gibt es ja immer irgendwie eine neue, grundsätzliche, andere Mechanik drin. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Ist. Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach nö! K
kämpft man am besten gegen so einen Teil? So, jetzt sind wir im Bosskampf. Der große Bosskampf kann beginnen. Gegen den Wachskorpion. Originalgetreu eigentlich wie im PS1, in der PS1-Vorlage. Damals gab es ja auch genau hier an der Stelle genau diesen Bosskampf, nachdem man eben wieder raus will oder das Ganze den Sprengsatz gelegt hat. Ja, quasi dasselbe, nicht dasselbe nochmal, aber ähnlich. Allerdings, wie gesagt, es ist erheblich anspruchsvoller, habe ich so das Gefühl. Das war damals irgendwie einfacher, so aus der Erinnerung raus. Aber der Bursche, der packt hier einige Tricks aus. Und ja, hier braucht man natürlich auch die richtigen Angriffe. Zur richtigen Zeit natürlich auch, ja. Vor allen Dingen fies, er ist nachher noch, hat ein Schutzschild unter anderem. Und da geht natürlich wenig. Zwischenzeit machen wir hier ein bisschen Spezialangriffe. Die müssen eigentlich auch wieder gut getimt sein, weil sonst hüpft der Gegner vielleicht kurz davor weg. So. Der Skorpion wird auf jeden Fall immer schockanfälliger, was sehr gut ist. Und ja, er springt, das ist auch neu, er springt so zwischendurch ja, an die Wände und feuert dann von da aus auf uns. Für den Planeten nehme ich's mit allen auf. Und er hat eben auch diesen Laser, den er einsetzt. Das heißt, er visiert jetzt zur gleichen Gegend uns an. Das heißt, wir müssen möglichst aus der Reichweite, weil darauf feuert er nämlich Raketen. Lenkraketen. So. Was ist denn das schon wieder? Eine Barriere? So, okay, und jetzt haben wir hier diese besagte Barriere, diesen Schutzschild, den er jetzt einsetzt. Das heißt, aktuell machen wir kaum Schaden an dem. So, und natürlich die Heilung nicht vergessen zwischendurch, weil ansonsten, das irgendwie in der Eile und in der ganzen Hektik vergisst man es ganz schnell, dass man sich mal zwischendurch heilt. Also ich zumindest. Was halt also gar nicht gut ist. Das ist übrigens auch nicht gut. Ich weiß immer noch nicht, wie man das kontert. Ich habe keinen Schimmer. Wieder dieses... Es ist eigenartig, weil die Raketen treffen trotzdem. Also das einzige Manöver, das zumindest mal halbwegs bei mir funktioniert hat, ist, dass man möglichst nah an den Skorpion rangeht. Und damit die Lenkraketen möglichst dran an einem vorbeigehen. Weil sonst würde er sich selber treffen. Aber das bringt jetzt dummerweise wenig, weil er gerade sein Schutzschild oben hat, seine Barriere. Aber es dürfte bald rum sein damit. Ah genau, da muss man auch aufpassen, sobald irgendwie der Boden leuchtet, ist es also gar kein gutes Zeichen. Weil dann kommt nämlich auf jeden Fall Stromschlag am Boot. Das heißt, man muss eigentlich möglichst schnell weg wieder. Müssen wir eigentlich auch den Barrierekern eigentlich bekämpfen, fällt mir gerade so auf. Nicht den Skorpion selber, sondern den Barrierekern, der eben auch entsprechende Hitpoints hat. Und dann können wir hoffentlich den wieder weiter ganz normal bekämpfen. Ja, und er greift nach einem auch noch, das ist auch so gar nicht gut. Was hast du in dem Shinra-Reaktor erwartet? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? So, probieren wir mal. Mist, der hat's wohl auf mich abgesehen. Okay, aber irgendwie sehe ich schon, dass irgendwie sein Schutzschild schon langsam wegblättert. Das sieht Schwäche. So aus. Dann find sie verdammt nochmal raus! So.
Okay, jetzt ist der Schutzschild weg. Jetzt war es sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir ihn wieder nochmal bekämpfen. So. Und hier eben sehen wir es auch, jeder von, also beide Kämpfer haben jeweils zwei Spezialangriffe, die man aber erst nach gewissem Aufladung kriegt oder einsetzen kann. Eben wenn unten die ATB-Leiste entsprechend gefüllt ist. Und im Fernkampf, wie gesagt, brauchen wir einen Barrett. Das haut sonst nicht hin. Schauen wir mal, ob die Schockleiste noch höher kriegen von dem Vieh. Impulshieb klingt auch echt gut. Ja, war ein bisschen nicht weit weg, aber es ist schon okay. Jetzt, weil Barrett kann gerade keine Aktion machen, weil eben seine Leiste nicht gefüllt ist. Das ist diese türkise Leiste unten rechts bei jedem Charakter. Wenn die gefüllt ist, kann man überhaupt eine Aktion machen. Ansonsten nimmt man einfach den Standardangriff auf Viereck oder eben Dreieck, wenn es aufgeladen ist. So, jetzt haben wir die Schockphase. Sehr gut. Und das Schöne ist, das lädt auch nur unsere Limit, unser Limit auf. Und Barrett ist gerade auf Limit. Und Limit bedeutet, man kann einen Superangriff starten. Nennen wir es mal so, einen Mega-Angriff. Den machen wir jetzt gleich noch. Wobei ich glaube, der Bursche hat jetzt seine zweite Phase. Ja. Er greift mit seinem Laser. Nimm dich in Acht. Okay. Jetzt kommt sein Laserangriff. Da müssen wir natürlich gleich in Deckung gehen, gleich als Tipp, weil der Laserangriff, das ist richtig übel. Weil ich glaube, der ist auch unblockbar. Und deshalb verstecken wir uns einfach hinter den Barrieren. Und deswegen, so funktioniert es eigentlich im Grunde. So, jetzt können wir hoffentlich das Limit machen. Und Barrett startet seinen doch dicken Angriff. Das ist bestimmt sein Laserangriff wieder, also seinen Giftstachel, oder? Ne, er kommt aus Raketenwerfer noch. Hey, er versucht's nochmal! Nutzt die Trümmer als Deckung! Tö, genau, wieder in Trümmer. Übrigens, Leute, doch nebenbei, achtet mal drauf, es hat eine unglaublich gute, wunderschöne Grafik und eine unglaublich krass gute Beleuchtung und Effekte. Vor allen Dingen jetzt eben gerade die Feuereffekte, überhaupt wenn geschossen wird, es ist wirklich ein Traum. Ja? Es ist wirklich wunderbar. Das Ganze hier übrigens auf der PS4 Pro gespielt, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Aber es läuft auf der normalen PS4 genauso gut und stabil. So langsam kriegen wir den schon. Dürfte gleich noch in seine letzte Phase kommen. Greif wieder mit dem Laser an. Wenn er nicht blind. Dann bring dich in Sicherheit. Los, auf ihn! Hey,
stimmt etwas nicht. Okay, jetzt ist er in der letzten Phase und schnell. Wir müssen ihn vorher ausschalten. Genau, und der Skorpion kann sich jetzt selber heilen. Das heißt, wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt von ihm ablassen, sonst heilt er sich immer wieder höher auf so Minimalstatus. Das ist auch natürlich nochmal ein bisschen noch ein weiteres Spannungselement, dass wir kurz bevor er quasi erledigt ist. Und wir können jetzt auch seine Beine angreifen. Neuerdings. Und wie gesagt, Grafik. Also es ist nicht nur an sich ein Feuerwerk hier, sondern es ist auch grafisch ein wirkliches Feuerwerk. Es ist wirklich, sieht so gut aus. Jetzt haben wir in der Schockphase, fantastisch, jetzt ist er echt dran. Wenn du nicht reinhaust, bleibt für dich nichts mehr übrig. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Gut, Countdown läuft zur Selbstzerstörung. Und wir müssen natürlich raus. Raus. Allerdings, das Zeitlimit ist auch relativ großzügig eigentlich. Man kann es ja noch höher stellen, aber so aus. Ja, wir haben es schon mal gespielt. Das merkt man vielleicht. Das heißt, wir wissen schon ungefähr, wie es das Ganze funktioniert. Wobei im Original war es genauso. Da gab es auch das Zeitlimit und man hat auch Mounts Panik gehabt, dass man es nicht rausschafft, aber es ging schon. Das Problem ist jetzt nämlich, wir haben jetzt noch ein paar kleine Kämpfe auf dem Weg nach draußen, bevor wir hier dann Feierabend machen können hier. Manchmal, was ein bisschen verwirrend ist, fand ich zumindest, ist, man weiß teilweise in Kämpfen nicht, ist noch ein Gegner da oder nicht. Man sieht eigentlich nur, sobald Cloud sein Schwert wegsteckt, weiß man, okay, jetzt sind alle Gegner weg in der Runde. Aber ansonsten ist es teilweise so, wo ist jetzt noch ein Gegner? Ich habe keinen Schimmer, weil man eben entsprechend den Pferd nicht auf der Kamera drauf hat. Geht es eigentlich nur über Umwege hier raus, weil natürlich brennt schon alles. Das gehört ja dazu, wobei es ist zumindest auch erklärt, weil der Skorpion natürlich hier ganz schön alles demoliert hat. Aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Das ist gerade interessant, dass Barrett tatsächlich an der Leiter einhändig hochsteigen kann. Weil sein Arm mit der Knarre, die kann er nicht benutzen. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber mach dir um mich keine Sorgen. Habt ihr Soldaten Geleitschutz? Ex-Soldat. Da
sind sie! Sende! Hier knallt's gleich! Aus dem Weg! Barrett, reden bringt hier nichts. Genug. Bis hier nicht weiter. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, im Kampf kann man zum einen blocken und auch ausweichen. Mhm. Also das ist jetzt schon hier schon passiert, aber ich wollte nur sagen, dass man quasi auch bei Gegnern einfach entsprechend wegrollen kann bei ihren Angriffen oder eben das blocken kann, mit, in dem Fall mit dem Schwert oder so. So, okay, wir haben jetzt nochmal unseren kleinen Kampfroboter von vorhin wieder als Gegner. Wunderbar. Der Auslöscher. Cloud geht's nicht ganz so gut, aber jetzt wieder. Spezialangriff. Oh, gleich mit Beine. Und er komplett in Schockstarre. Der Gegner. Das heißt, jetzt kann man die wirklich guten Angriffe auspacken. Weil jetzt komplett wehrlos ist. So, hier wechseln wir eben auch hin und her zwischen den beiden Charakteren, weil dann kann man den quasi schön in die Zange nehmen, den Gegner, und der ist eh so gut wie erledigt. Ein anderer Weg, den wir rausgehen, als wo wir reingekommen sind. Jetzt wissen wir, dass noch zumindest einige andere Räume dabei. Aber gut, sonst wäre es so ein bisschen langweilig, das Ganze. Denselben Weg wieder zurückgehen müsste. Was man auch nicht unterschätzen soll, sind diese Kombatanten. Diese kleinen, ich weiß auch nicht, das sind so ein bisschen so irgendwelche komischen Hybriden, weiß ich nicht. So Mensch-Tier, aber die halten ganz schön viel aus. Die gab es im Alten aber auch, also im Original. Was hießen sie da? Das bilde ich mir ein. Und ich finde, das ist auch ein ganz kleiner Nachteil noch am Kampfsystem. So schön wie das brachial ist und alles, aber wenn auf engen Raum hat man teilweise keinen Überblick mehr. Ja, so, ist manchmal sehr chaotisch. Ja. Also man kann zwar immer aber zu. Man kann immer zuschlagen, also nötigenfalls, wenn man sich nicht mehr auskennt und irgendwie Schaden verursachen. Aber teilweise ist dann so ein, wo ich mir denke, so, hä, was, wie? Was geht hier vor sich? Bin mal gespannt, wie es wird, weil eigentlich ist man ja, müsste man ja insgesamt zu dritt unterwegs sein können. Im Dreier-Team. Zumindest im normalen Spiel. Das heißt, man wechselt zwischen drei Charakteren hin und her. Und da bin ich mal gespannt, ob das nicht zu unübersichtlich wird. Aber wenn die Kampfarenen nicht so groß sind, dann geht's. Bei Kampfarenen gibt es ja nicht mehr, es ist ja quasi wirklich im Spiel. Früher gab es ja immer eine kurze Ladezeit und dann ist man irgendwie in der Kampfarena gelandet. Aber hier ist es ja quasi sind die Kämpfe in der Welt eingebettet.
Ist auch eine ganz komische Stelle hier. Da kommen nämlich diese komischen Nahkampfkombatanten und gleichzeitig sind oben die Geschütze, die einen eigentlich andauernd nerven und man kommt nicht so richtig zum Zug. Das Vieh jetzt, hat das Vieh jetzt gerade keine Energie mehr gehabt, ist wieder abgehauen? Und das ist auch noch mal einfach eine kleine Herausforderung zum Schluss. Und wie gesagt, Leute, es ist wirklich grafisch, die grafischen Effekte sind ja auch richtig schön irgendwie. Sein oben, oder? Ja. Oder? Der leider verdeckt ist. Genau, da hinten ums Eck. Man kann jetzt zwar automatisch anvisieren, aber teilweise sieht man es. Also hier ist die Kamera ein bisschen komisch. Man kann die Kamera nicht so hoch drehen, so richtig. Aber egal. Aber insgesamt funktioniert es echt gut. Mach schon! Geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Thank you.
So, und das war die Final Fantasy VII Remake Demo. Mit einem kleinen Ausblick, was natürlich im Abenteuer noch uns erwartet. Zum einen natürlich treffen wir Aeris. Tifa sollten wir auch noch treffen. Und natürlich schon mal ein Vorblick, naja, oder ein Ausblick vielleicht auf Sephiroth, den wir vielleicht sehen werden. Wir wissen es noch nicht so recht. Theoretisch, weil... weil das Abenteuer spielt ja nur in Midgar, in der Stadt. Und das ist ja eigentlich nur der erste Teil vom Spiel. Aber er wird ja im Trailer gezeigt, also... Müsste er vorkommen, ja. Gut, nichtsdestotrotz soll er sich dabei um das Spiel natürlich um die komplette, umfangreiches Rollenspiel handeln. Also nicht nur irgendwas Halbfertiges, sondern wirklich ein vollwertiges Spiel. Auch wenn quasi uns nur der erste Teil erwartet. Zumindest die erste Episode des Originals. Denn im Originalspiel geht es ja dann später raus aus der Stadt, raus aus Midgar und dann in die Umgebung. So oder so könnt ihr die Demo runterladen. Gibt es gratis im PSN Store. Und natürlich aus der Demo raus könnt ihr natürlich gleich das Spiel vorbestellen und kaufen. Das, meine lieben Leute, das war's von diesem Gameplay. Ich hoffe, ihr hat's euch gefallen. Könnt gerne ein Gefällt mir da lassen und ein Abo. Und dann sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin.